immer an dem Licht. Courage Capelle und willkommen zu einem der letzten Winter-Moto-Vlogs mit den Vorbereitungen auf die nächste Saison. Ich habe euch ja im letzten Video den Jet-Helm gezeigt und die Idee, daran ein Funkmikrofon anzubringen, aber vergessen. Das erste, das geliefert wurde, hat keine Verbindung zwischen Sender und Empfänger hergestellt. Das zweite, das ihr eben im freien Flug nach hinten gesehen habt, das hat gerauscht wie die Sau. Und da ich kein Audio-Technica-Mikrofon für 295 Euro inklusive Sender mit 5 verschiedenen Kanalwechselmöglichkeiten beim Musikalienhandel mir kaufen wollte, um es an Helm zu pappen, habe ich mir überlegt, da muss ich mir halt was anderes einfallen lassen. Und da ist mir eingefallen, dass ja hoffentlich heute beim Live-Test der Mikrofon-Anordnungs-Konstellationsgeschichte im Integralhelm ein brauchbares Ergebnis rauskommt und ich das Remoview nicht in meinen Integralhelm einpassen muss und habe mich entschieden, dass egal was da jetzt heute bei rumkommt, ich bei der kabelgeführten Tonübertragung beim Integralhelm bleibe und werde versuchen, das Remoview an den Jethelm anzubringen. Das Remoview habe ich euch ja schon ausführlich gezeigt. Das hat jetzt natürlich folgenden Nachteil. Das ist halt völlig ungeschützt im Wind und daher gehen wir nochmal zurück zur Remoview-Schachtel. Das ist jetzt quasi das Second Unboxing of the Remoview Wireless Microphone Dings. Und da gibt es einmal diese Halterung, die an das GoPro-System passt. Und es gibt dieses Teil, das nicht aus der Verpackung raus will. Dieses Teil, in das man das Remoview reinpacken kann. Ich mal gucken, ob ich das aufkriege. Natürlich nicht. Wie dem auch sei. Also, die Idee ist die folgende. Hier hinten kommt das Teil dran. Hier vorne sind so ein paar kleine Löcher. Und damit hoffe ich, dass das Mikrofon windgeschützt in... Ah, so geht's auf. Es ist... passt dann hier rein. Deckel drauf. Fertig, der Lack. Oh, so ähnlich. Also es kommt dann hier rein, es hängt dann hier vorne und ist windgeschützt. Die Alternative dazu wäre, das ist ja das, das Praktische an dem Teil. Na komm, du der Keil. Um mal den Kollegen End-Track, was hat mit End-Tracks zu tun, zu zitieren, das ist hier alles live und original und ihr seht alles, was schief geht. Ne? Das ist hier die ungeschönte Wahrheit. Ich kann das auch hier hinten dran machen und direkt dran hängen. Dann brauche ich allerdings so eine tote Katze, beziehungsweise zwei, die ich da so drüber stülpe, damit ich einen Windschutz habe. Also so viel der Plan dazu. Ja, gut. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen die berühmt-berüchtigte Action-Cam-Kiste.
die berühmt-berüchtigte Action-Cam-Kiste beinhaltet Klebepads, Saugnapfhalterung, Klemmhalterung, Verlängerung, seltsame Halterung, noch eine Verlängerung, noch eine Verlängerung, noch mehr Klebepads, die Pivots aus Asien, aus Aluminium, kennt ihr? Eine Halteschlaufe von DJI. Ja. Was haben wir da noch? Naja, so Zeug. So Zeug. Und so Zeug. Also, ne, du dumm Ding. Also im Prinzip alles, was man braucht, um sich eine Helmhalterung zu basteln. Das habt ihr zwar wahrscheinlich schon 137 Mal gesehen, aber der Vollständigkeit halber möchte ich es euch nochmal am lebenden Objekt zeigen. Ich vermute mal, dass wir mit einer gecurveden Halterung arbeiten müssen. Das ist das. Sieht man das? Und mit dem Helm. Und da gucken wir erstmal, ob das so da irgendwo drauf passt. Und wenn das da so irgendwo nicht da drauf passt, und dann nehmen wir halt mal anderes, nämlich ein gerades. Und dann sehen wir, das gerade wackelt und das gekurvte wackelt nicht. Also wäre die Entscheidung schon mal getroffen. So, da kann das schon mal wieder weg. Gut, wie geht man jetzt vor? Zuerst mal wirft man die DJI-Handschlaufe weg und man wirft den anderen Schrott hier weg. Und das Plastik kommt auch weg. Und dann macht man sich mal so einen groben Plan, ne, wo das Ding hin soll. Das wäre dann so hier irgendwo. Ich zeige euch das dann später. Und dann brauchen wir eine Verlängerung. So ein Clipsy-Nupsi. Der geht nicht. Wie so oft bei diesen Dingen braucht man dann halt diese kleinen Pivot-Teile. Ich spul mal vor. So, man braucht also diese kleinen Pivot-Teile hier. Die gibt es ja in verschiedenen Ausführungen. Meistens in genau der Ausführung, die man jetzt im Moment nicht gebrauchen kann. So, und dann mache ich das eigentlich immer so. Ich benutze diese normalen Schrauben hier. Um mir dann das Ding so irgendwie zurechtzubauen, wie ich es dann brauche. Ja, da habe ich wieder die falsche Richtung gewählt. Es gibt eben, bedenke deine Probleme, bevor du sie hast. Es gibt da diese zwei prinzipiell unterschiedlichen Teile. Und zwar einmal die, die eine
Drehung um 90 Grad ermöglichen. Einmal die, die gerade ausgehen, und ich brauche jetzt hier das Ding, das gerade ausgeht, damit ich die passende Verlängerung hier dran machen kann. Das wäre nämlich von der Grundidee die hier, die ich auch an den anderen Halterungen habe, die ich so benutze. So, dann sehen wir schon, das könnte unter Umständen ein bisschen kurz werden. So wird es passen, aber so passt es nicht, weil es ist dann wahrscheinlich zu nah am Mund. Also dann gucke ich mal, ob ich hier mit meinem Fratzemacher Aluminiumverlängerung was anrichten kann. Wie man an den außergewöhnlichen Lichteffekten erkennen kann, ist inzwischen einige Zeit vergangen. Die Sonne knallt gerade ins Zimmer. Die Streifen stammen vom Rollladen und die Zeitlücke, die jetzt entstanden ist, habe ich der Tatsache zu verdanken, dass die Canon nach 12 Minuten einfach aufhört aufzunehmen. Und ich habe das vergessen. Und ich war so in Rage und so am Machen und Tun, dass ich das vollkommen vergessen habe. Als ich dann den Kamerad Klebepad befestigt hatte und habe mich für 24 Stunden verabschiedet oder für eine gewisse Zeit verabschiedet, habe ich natürlich festgestellt, als ich die Dateien runtergeladen habe, dass ein großer Teil fehlt, nämlich der Teil, den ich für euch aufgenommen habe, bei dem ich diesen Halter zusammenschraube. Lange Rede, kurzer Sinn, das Ding ist leider schon fertig. Es hat gefühlt 1,5 Stunden gedauert und das ist das Ergebnis. Muss man hier irgendwas finden, wo das Licht... Ah ja, hier. So. Das ist das Ergebnis. So ist das befestigt. So sieht es aus, wenn das Ding auf dem Kopf sitzt und die Brille ihren Einsatzort gefunden hat. Das ist jetzt zwar nicht so schick wie ein Schwanenhalsmikrofon mit so einem kleinen Pinökel vorne dran, aber es erfüllt seinen Zweck und ich kann ja zum späteren Zeitpunkt irgendwann, wenn ich mal ein anderes Mikrofon gefunden habe, das Ganze auch wieder abmachen. Deshalb ist ja das mit dem Klebepad so praktisch. Bei Sugru hätte ich da so meine Bedenken. Da gibt es aber mit Sicherheit auch Tricks. In diesem Sinne, ich gehe dann jetzt raus in die Garage, mir noch die restlichen Schrauben hierfür besorgen und dann ist dieses Projekt auch erstmal fertig. Wir sehen uns.